Hallo. Sieht so aus, als ob du da draußen einen Rivalen hast. Das ist gut. Dadurch spricht man über dich. Sorg einfach dafür, dass du besser bist, okay? So, hallo. Und wer ist denn dieser Rivale? Ja, fast schon wie im letzten Part angesagt, vermutlich Hamilton. So, Ranglisten, Konstrukteurmeisterschaft 2, Platzierung, Fahrermeisterschaft 4. Okay, einmal bei Mercedes hier unter Vertrag, deshalb. Jetzt telefonieren wir noch mit der, beziehungsweise den Voicemail. Ist der hin verschwunden? Okay, Dritter werden und Hamilton schlagen. Alles klar, ich habe ja das zweite Training noch gemacht, habe die anderen Trainingsprogramme alle noch beendet, deshalb können wir noch ganz kurz hier was upgraden. Und ich muss sagen, im zweiten Training war schönes Wetter, jetzt regnet es gerade wieder im Hintergrund. Es war schon, ja, mit den Supersoften hatte man schon dann guten Grip an manchen Stellen. Mit den Ultrasoften dann beim Qualifying-Tempos. Ja, das war auch ganz cool. So, jetzt bin ich mir am Überlegen. Ich habe schon mal reingeschaut, hier haben wir den Zylinderkopf, wo wir machen könnten. Weil ich will jetzt hier einen Antrieb ein bisschen weitermachen, weil ich natürlich mit den anderen Teams ein bisschen mithalten möchte und dann bei meinen nächsten 500 Punkten kann man dann nochmal bei Verschleiß irgendwo reingehen. Nur ist eben hier die Sache, wir haben hier bei dem Kraftstoffeinspritzsystem geht es auf den Benzinverbrauch und hier einmal auf die Motorleistung. Also ich glaube mal hier das Komplette geht hier in Motorleistung, dann haben wir hier eine Abzweigung auch noch Richtung Motorleistung. Hier unten geht es dann eben so ein bisschen zu einem, jetzt bin ich hochgesprungen, zu einem verbesserten Benzinverbrauch. Ist auch übel, Alter. 6 Wochen, 1800 Punkte. Auch ein bisschen übel. Aber okay. Das ist eben die Sache, ja, Benzinverbrauch oder eigentlich auf die Leistung. Eigentlich, wenn wir ganz gut sind, sollten wir eigentlich auf die Leistung gehen, weil der Benzinverbrauch an sich ist eben... Klar, toll. Was bringt es mir jetzt, wenn ich jetzt hier das entwickle, dann kann ich vielleicht eine Runde länger fahren wegen Benzin. Aber im Grunde genommen muss ich ja trotzdem den Boxenstopp machen. Also das ist ja eigentlich egal. Aber klar, okay, Gesamtgewicht, beziehungsweise er braucht weniger Benzin. Wir starten vielleicht, keine Ahnung, mit einem halben Kilo weniger oder so. Ja, aber trotzdem würde ich vielleicht eher mal auf die Motorenleistung gehen. Dann wird es zum nächsten Rennen auch fertig sein. Oh, das pisst mal wieder richtig extrem. Okay, ja. Interessant. Oh, jetzt habe ich, glaube ich, Scheiße gebaut, Leute. Weil... Ach du Scheiße. Das Problem ist... Weil ich wollte ja eigentlich meine Teile, gerade Energiespeicher und Turbolader. Das Wetter sollte in 10 Minuten besser werden. Leichter Regen in 10 Minuten. Guck mal, Getriebe ist ja noch richtig perfekt. Hier aber haben wir so viel. Erwartete Lebensdauer 33 Runden. Ja, okay, das könnte ja gut funktionieren. Aber hier, der Motor, ja, der wird das Rennen noch durchhalten, auch wenn es knapp wird hier. Die MGU-Hitze auch noch. Hier sind wir eben schon bei 83%. Und hier eben schon bei 84%. Ich hoffe, mir zerreißt es halt nicht den Turbolader. Das Problem ist, wenn ich jetzt ja ins Qualifying gehe, dann kommt ja dieses... Oh, ich kann es nicht aussprechen. Steht auch nicht dran, diese komische Ding, dass man am Wagen ja nichts mehr ändern kann. Und das ist eben die Sache, oder die Frage, wir machen mal hier doch nochmal erhöhter Abtrieb. Vor allem wegen, wenn es dann wirklich regnet, ist für uns ein bisschen besser. Das Problem ist eben, ich kann, glaube ich, Teile nicht mehr ein- oder aus- oder tauschen, weil ich kann ja an dem Wagen dann nichts mehr ändern. Hier einstellungstechnisch nicht mehr, aber ich glaube eben auch, kann ich noch ein Teil ausbauen oder so? Ich weiß es eben nicht, weil das kann halt automatisch auch so eine... Gut, ich kümmere mich um die Änderung. Zu einer Disqualifizierung führen im Rennen dann selber. Ist eben die Sache, weil wenn wir hier haben, da bla bla, wie heißt es nochmal? Ja, okay. Das Pars Fermé oder wie man das hier ausspricht. Komischer Name auch.
Oh, Leute, nein, ich wollte die Teile ja eigentlich austauschen. Das heißt, wir müssen jetzt eine geile Runde machen eigentlich. Ich sollte eben nicht so viel fahren mit den Teilen. Weil ich bin mir eben nicht sicher, ob ich eben... Alter, wie es regnet. Ob ich eben, ja. Hallo, der rutscht gar nicht. Merkt man so ein bisschen. Das ist eben die Frage. Oh, jetzt habe ich hier eben den Van Dorn vor mir. So ein bisschen langsam ist. Ja, eben. Das ist jetzt das Problem. Die Teile darf ich ja, glaube ich, eben nicht mehr tauschen. Weil ich ja eben einstellungstechnisch nichts mehr am Wagen machen darf. Dann darf ich ja auch keine Motorteile austauschen. Bin leider jetzt nicht so mega sicher mit Formel 1 Regeln. Deshalb bin ich so ein bisschen skeptisch. Aber ich denke nicht, dass ich irgendwelche Teile ausbauen darf. Zwischen Qualifying und Rennen. Oder vielleicht kriege ich nur eine Strafe. 5 Plätze oder so. Müssen wir mal schauen, was wir jetzt von der Platzierung machen. Aber es muss eine gute Runde werden. Oh, war das gut hier gerade? Ich weiß es nicht. Also selbst so Top 5 oder 6. oder 7. Platz oder so. Ist noch alles im Rahmen eigentlich. Oh, jetzt rutscht hier natürlich ein bisschen... Klar haben wir erhöhter Abtrieb, aber das schützt halt nicht komplett gegen Wegrutschen. Wobei, wenn man maximale Abtrieb reinmacht. Ist eben die Frage, bei maximaler Abtrieb. Klar, okay, irgendwie, wenn man es will, wenn man es richtig provoziert, dann wird er schon wegrutschen, aber es wird halt wohl immer schwieriger. Aber dafür geht eben halt auch die Höchstgeschwindigkeit so ein bisschen darauf. Oh, wieder ein bisschen weit rausgekommen. Konnte nicht so viel Gas geben. So, Vettel hat schon mal eine Zeit. Ich weiß eben nicht, ob das eine gute Zeit ist oder ob man sich an die halten kann oder ob er nochmal eine Schippe drauflegt. Ich gehe hier immer so ein bisschen vom Gas. Auch wenn man es eigentlich nicht machen sollte. Also mit den supersoften und mit den ultrasoften Reifen kann man da richtig geil mit Vollgas durchgehen. Aber hier mit meinen derzeitigen Reifen... traue ich denen das eben nicht so zu. Platz 2. Ganz knapp. Ganz knapp. Ich spule jetzt ein bisschen nach vorne, weil ich will wirklich die Teile, ich will sie nicht zu sehr beanspruchen. Ja, das könnte wirklich noch extrem spannend werden. Das ist eben so eine Sache. Ist ja eh gleich vorbei. Ah, hier sieht man eben nichts. Das ist eben das Problem. Ja, okay, die fahren alle noch die Runde, aber ich kann es nicht zu Ende schauen. Fest, wir aber noch ah, scheißen Dreck. Hamilton, Bottas und Sebastian Vettel. Ah, ja, okay. Also halt die Klappe. Gibt's doch nicht. Schalten Sie auch morgen ein, wenn es ums Ganze geht. Ach, gleich sofort. Nach der Werbeunterbrechung. Nee, ja, okay, ich bin mit der Platzierung an sich eigentlich vollkommen zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Nur mich regt es gerade ein bisschen auf wegen meiner Voraussetzungen. Ich habe Hamilton nicht geschlagen und ich hätte ja, glaube ich, in die Top 3 kommen müssen. Ja, das ist aber voll der Sprung, wenn man mal schaut. Guck mal, Hamilton, dann Bottas 100stel, Vettel 100stel, dann komme ich und alle anderen über eine Sekunde. Schon ein bisschen extrem, oder? Ja, und es geht gleich los im Rennen. Es regnet leider. Kann Vorteile ergeben, kann aber auch Nachteile ergeben. Ich denke eher Nachteile, weil ich dann doch immer manchmal ein bisschen zu viel will und dann eher ins Rutschen kommen wie mit irgendwelchen soften Reifen oder so. Und die KI-Gegner dann doch eher ein bisschen, sage ich mal, dem Wetter angepasst fahren. So, wir schauen mal hier rein. Wir haben hier einen Reifenwechsel. Nur an sich ein Wechsel, also keine besondere Vorkommnisse an sich. 11 Runden fahren wir. So, hier ändert sich aber eigentlich nicht viel. Das lassen wir alles so, auch wenn es angepasst steht oder so. Okay,
Ich hoffe halt, dass meine Teile durchpassen, durchhalten. Das hoffe ich eben. Dass alle meine Teile durchhalten. Aber... Oh, Achtung. Wo, mein Flügel. Das Problem ist eben auch so ein bisschen... Oh, Vettel! Mit einem fetten Arsch zur Seite. Gibt's ja gar nicht. Ja, was soll ich sagen? Aber wir haben eigentlich nur 11 Runden. An sich relativ wenig. Klar, okay, wir haben eine lange Strecke vor uns. Ich glaube, so 7 Kilometer okay, sind es. Wir können ein wenig Abnutzung am Motor erkennen. Seid ihr bewusst, dass wir ab sofort einen Leistungsverlust bemerken werden? Ja. Und ich muss Platz 3 werden und natürlich am besten vor Hamilton sein. Aber Hamilton ist eben gerade ganz vorne. Wir sind in der Rivalität auch. Ich habe einen Punkt. Hamilton hat 2 Punkte derzeit. Wegen Qualifying war das eben so. Wir haben... Ich glaube, jeweils einen Punkt bekommen wegen keine Ahnung was und er halt einen Punkt, weil er eben weiter vorne war oder so. Oh, mein Flügel. Muss ich aufpassen. War jetzt nur ganz leicht berührt, aber mein Flügel ist, glaube ich, noch vollkommen okay. Jo, das ist alles im grünen Bereich. So, ja, wir müssen hier diese Zahlen auch ein bisschen... Ich habe Benzin gar nicht angepasst, gell? Wir haben sehr viel Benzin dabei. Wenn man sich das hier anschaut, 2 Runden kann ich fahren. Das ist schon ein bisschen viel, aber muss ich nicht so drauf achten mit Benzin sparen. Wobei es eigentlich ganz gut wäre, weil eben meine Teile schon sehr beansprucht sind. Dass ich ein bisschen rollen lasse, ein bisschen vom Gas gehe, nicht zu Vollgas gebe, ist vor allem vom Motor und Turbolader gut. Alter, 85% Turbolader. Ist schon heftig eigentlich. Ist wirklich heftig. Ich muss es ein bisschen im Auge behalten. Der Turbolader darf theoretisch jede Runde 1% hochgehen. Wir müssen erstmal schauen bei 85%, ob wir nächste Runde bei 86 sind oder so. Weil dann wird es auch reichen. Alter, die bremsen immer so früh. Aber, Alter, überholt. Ja, ich lasse alles normal. Wow. Irgendwie hat es sich gerade komischer gefühlt, als wäre mein Heck so ein bisschen weggeschmiert. War mir aber nicht ganz so sicher. Aber das Problem ist, es ist Vettel. Nein, er geht innen rein. Nix da. Den mache ich zu. Ja, weil er war eben in meinem Windschatten. Und eigentlich wollte ich eben auch gar nicht so weit irgendwie wegfahren. Irgendwo anders hin. So, Turbolader 86%. Okay, wir müssen eben aufpassen. Oh, das wäre richtig mies. So 10. Runde oder so, dass ich rausfliege. Ich meine, man kann eben ein bisschen den Turbolader schonen, indem man halt natürlich nicht so viel Gas gibt, rollen lässt und so, aber ja, ich sollte halt auch noch überholen, gell? Ich sollte eben auch noch ein bisschen aggressiv fahren. Aber, was mir gerade auffällt, ist richtig gut, ist natürlich, dass Vettel hinter uns ist. Würden wir so schon mal, sag ich mal, Punkte gut machen, zumindest mal in der Meisterschaft. Dann im Team selber ist halt ein bisschen die Frage. Ich würde ein paar Pluspunkte machen, weil ich vor Vettel bin. Ich würde aber Minuspunkte machen, weil ich hinter Hamilton bin. Aber ich sag mal, meine dritte Position hätte ich eben auch schon. Das wäre ich auch schon mal ganz gut. Aber, ja, come on! Super! Richtig super! Richtig nice. Ja, hallo! Kein Überholen, wieso überholt er mich? Mal Vettel, ich glaube, rausgeflogen. Hallo! Er fährt einfach! Hallo! Genau! Ich wollte gar nicht rein! Das gibt's doch gar nicht! Er fährt einfach vor mich hin und bremst mich aus. Und dann kriege ich nicht mal... Dann kriege ich wohl keine Strafen oder so. Ich wollte nicht mal in die Box rein! Was soll denn das? Dieser scheiß Ricardo ist einfach in die Box rein und bin nicht an ihm vorbeigekommen. Was soll denn der Kack? Gibt's doch gar nicht. Jetzt darf ich mit den... Guck mal, jetzt ist ja Sackgesicht wieder vorne. Jetzt darf ich mit diesen Reifen das restliche Rennen fahren.
Es wird eben auch ein bisschen auf die Zeit gehen. Ah, super, Alter. Richtig super. Klar, bin ich jetzt gerade eigentlich nur 19. Aber es müssen eben noch alle anderen auch noch in die Box rein. Wichtig war eben auch der Flügel. Aber ey, das war richtig mies, Leute. Ich habe mir eigentlich schon gehofft, als Vettel in mich reingefahren ist, habe ich schon gehofft, dass ich einen Reifen verliere und die Rückblende nutzen kann. Aber das hat eben nicht gereicht. Es war eben das Miese. Mies ist jetzt, wenn es die nächsten paar Runden aufhört zu regnen und die Leute, sage ich mal, softe Reifen holen oder so. Das wäre ultra mies. Okay, wir haben die Limits am MGUH erreicht. Der Antrieb wird ab jetzt eher zum Überhitzen neigen. So, na super. Aber, guck mal, unser Turbolader ist immer noch bei 96%. Das sieht schon mal ganz gut aus. Wir sind in der dritten Runde. In der zweiten Runde hatten wir eben auch 96%. Wie sieht eigentlich mein restlicher Wagen aus? Ja, alles wieder grün. Weil eben der hintere Flügel oder der hintere Reifen hat halt eben vielleicht auch ein bisschen was abbekommen, weil Vettel mir so blöd hinten reingefahren ist. So, wir müssen noch schauen, wegen der Hitze auch noch. Wir haben hier jetzt 116. Ich denke mal, das ist so einigermaßen okay. Vor allem, er ist ja noch grün angezeigt. Also, sollte das ganz gut sein. Aber ich denke mal, so Überhitzungsprobleme werden wir gar nicht so groß bekommen. Es ist nicht so heiß. Es regnet. Was ja auch noch so eine indirekte Kühlung ergibt. Also, jetzt war ich halt eben ganz zu hinten mit. Obwohl ich nicht mal was dafür kann. Der Ricardo. Wie soll... Weißt, aber das verstehe ich nicht. Wir haben noch zwei Leute überholt, obwohl die gelbe Flagge war. Und da vorne ist Vettel. Oh, Vettel hat auch richtig verloren an Position. Wobei, ich weiß nicht, war er jetzt... Ich glaube, er war nämlich nicht mal in der Box drin. Aber richtig extrem. Wieso haben mich die jetzt überholt? Ich war dann wieder auf der Strecke. Und die haben mich eiskalt überholt. Jetzt Ricardo, weg da. Ich lasse ihm noch ein bisschen Platz. Gibt's ja gar nicht. Alter, das war mega mies. Weil sonst mache ich ja immer so einen Fehler oder fahre ein bisschen zu aggressiv oder fahre halt zu schnell oder dass es mich selber raushaut, dass ich in einen reinfahre oder so. Aber diesmal ist halt jemand anders in mich reingefahren. Oh, scheiße. Ich kann nicht mehr Gas geben. Ja, der spackt jetzt richtig ab. Die Beschleunigung ist jetzt gerade etwas eingeschränkt. Und gerade auf der Geraden hat man es eben gemerkt. Ich bin nicht mal 290 gefahren. Ansonsten packt der Wagen da schon knapp an die 300. Ficken! 10! Oh Mann, das wird auch wieder Zeit kosten hier. Dieser Rutscher gerade. Der Energiespeicher hat den kritischen Abnutzungsgrad erreicht. Ja. Ja, die magere Mischung habe ich bis jetzt auch noch nie großartig benutzt. Oh je, das kann ja wieder ein sehr interessantes Rennen werden. Vor allem, wir hatten so einen guten Start. Wir waren Platz 3, was eigentlich okay war. Vor allem Vettel hinter uns. Ich meine, okay, Vettel ist doch... Oh, wo ist Vettel? Kann es eigentlich sein, dass einer rausgeflogen ist? Oh, Vettel ist da vorne, glaub, in dem kleinen Pult da drin. Weil es sind ja nur 19. Es sind doch eigentlich immer 20 gewesen. Oh, hier komme ich ein bisschen raus. Quatscht wieder Zeit. Ricardo kommt wieder. Oh, jetzt habe ich so gekämpft um den Platz. Dann mache ich wieder so einen Fehler. Aber guck mal, ich bin schön rangekommen. Haben wir schon mal den Vorteil, vielleicht ein bisschen Windschatten zu nutzen. Was? 60%. So, nochmal zwei überholt. Sehr nice. Also hier kann man richtig geile bowlen. Aber jetzt kommt eben wieder eine kritische Phase. Dadurch, dass mein Wagen nicht mehr bei der vollen Leistung hier ist, wird jetzt eine kritische Phase kommen, hier nämlich durchzufahren. Oh, ich darf hier auch nicht so viel rausfahren. Es kann sein, vielleicht, dass ich irgendwann eine Strafe bekomme. So, jetzt haben wir hier... Guck mal, wir waren da immer bei 300. Ist so ein bisschen das Problem. So, hier haben wir Vettel, aber ich bin mir eben nicht sicher. Vettel, ist er in der Box gewesen? Ich weiß es nicht.
Aber kann er... Wow! Wow, 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 wow. Nein. Oh, fuck. Alter. Warte mal. Oh, oh, oh. Oh, sorry. Was? Bottas ist aus dem Rennen? Okay. Sorry, Bro. Eigentlich kann noch Vettel, glaube ich, gar nicht rausgegangen sein. Weil wir ja draußen waren. Es können ja nicht beide gleichzeitig reingehen. Wir haben doch nur eine Boxencrew, oder? Haben wir zwei? Nee, wir haben doch eine nur. Aber die Runde direkt danach hätte er vielleicht... Ja, der danach hätte er vielleicht... Die Runde danach, weiß ich eben nicht. Aber er ist auch langsam. So, hier war Bottas. Ja toll, jetzt darf ich nicht überholen eigentlich. Aber mich haben auch Leute überholt. Eigentlich könnte ich doch jetzt überholen, oder? So, Bottas ist hier raus. Weshalb auch immer. Gut für uns. Eine Position eigentlich mehr. Was war da los? Wie bremsen die denn? Irgendwie mega bremsen die hier. Heieieieiei. Den gibt's ja gar nicht. So, oh, hier kommen welche raus. Oh. Hülkenberg, der ist gerade rausgefahren. Das Laberstufe am Kack hier. Massa hat richtig gut beschleunigt. Den kriegen wir so gar nicht. Der hat doch an Hülkenberg gesagt. Der ist schon gerade rausgefahren. So, ja, toll. Jetzt überholt er hier natürlich. Jetzt wollte ich hier schauen. Wegen den Teilen so ein bisschen. Wir hatten ja wieder eine leichte Kollision. Sieht aber alles ganz gut aus. Das Problem ist, wir halt immer aufs Fahren konzentrieren und dann mal zu schauen. Reifenabnutzung. Alter, easy. Komm mal, wir sind nicht mal bei 20% und haben schon die Hälfte der Rundenanzahl. Das sieht dann schon mal, das sieht ja gar gut aus. Also um Reifen brauchen wir jetzt keine Probleme machen. Nur meine Fahrweise. Oh, hier 120 Grad haben wir jetzt. Bisschen wärmer geworden. Alter, wie er rutscht. Was ist denn da los? Schon wieder? Alter. Wieso rutscht er so? War ich da, war ich gerade wirklich so schnell? Oder wieso ist denn der so blöd gerutscht? Guck mal hier. Richtig stabil. Aber eben ist schon mir mega gleich zweimal so weggerutscht. So, jetzt wieder 120. Geht ja auch wieder ein bisschen runter. 121. Ja, aber noch alles grün eigentlich. Aber ich denke auch, dass mein Boxenmechaniker auch was sagen würde, oder? Wenn es zu heiß wird. Ja, wenn es in den gelben Bereich reingeht. Aber hier runtergehen, hey, das kostet Zeit. Eigentlich müssten doch jetzt auch so alle langsam in der Box gewesen sein oder in die Box gehen. Spätestens 7., 8. Runde, oder? Nee, die fahren da alle noch. Ah, guck. Guck, der ist erst reingegangen. Der hat durch den Crash mit mir so viel verloren, so viele Plätze verloren. Unten muss noch in die Box rein. Richtig übel. Richtig übel. Aber er war eigentlich ja selber schuld. Ja, ich bin eigentlich quasi auch langsamer, weil ich auch Probleme habe mit meinen Teilen. Ja, aber Vettel war auch ein bisschen selber dran schuld. Ich meine, ich bin, glaube ich, nicht schlecht gefahren oder falsch gefahren. Alter, guck mal hier, wie ich hier wieder vorne reingezogen bin. Oh, scheißen Dreck. Jetzt muss ich ja ein bisschen raus. Ja, aber hinter mir Massa. Wie ich da nochmal vorgezogen bin und dann gleich rechts zugemacht habe. Richtig nice. Oh, wow, 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 wow. Hier schön innen durchquetschen. War auch ein bisschen riskant, weil ich auch scharf angefahren bin. Also auch sehr schnell rein. Spät gebremst. Hat gerade noch so gereicht. So, mein Turbolader hat noch keine 90%. So, jetzt haben wir nach vorne richtig viel Platz. Aber es kann eben sein, dass sie eben vorne eben auch noch gar nicht in der Box waren. Ich weiß es nicht.
Es ist jetzt alles sehr unübersichtlich geworden. Das ist eben die Sache. Wegen dem sehr frühen Boxenstopp, vor allem wegen dem ungewollten Boxenstopp, habe ich jetzt alles so ziemlich hier aus dem Auge verloren. Schnellste Runde Hamilton. Alter, ist der jetzt gerade schon über Zielgerade gefahren? So, aber guck mal, die sind auch alle nicht in die Box reingegangen. Ich glaube, die müssen noch. Die haben nur einen relativ späten Boxenstopp drin. Ich glaube, die vor mir müssen alle noch. Aber Hamilton hat einen mega Vorsprung. Boah, 26 Sekunden. 26 Sekunden Boxenstopp. Boah, weiß ich jetzt nicht. Habe ich nicht drauf geachtet, wie lang mein Boxenstopp ging. So, aus dem Gefühl raus. Aus dem Gefühl raus würde ich sagen. Keine Ahnung. 20 Sekunden. Na klar, das rein rausfahren kostet Zeit. Aber der Boxenstopp selber eben auch nicht so lange. Was waren das? Ich glaube 11, 12 Sekunden maximal. Reinfahren, rausfahren. Ja, das könnte. Oh, keine Ahnung. Könnte wirklich knapp werden. Vor allem kriege ich auch noch keinen Punkt vor die schnellste Runde. Weil die gerade Hamilton hat. Und natürlich auch Podium. Und vor Podium kriege ich auch keinen Platz. So, immer noch 89% Turbolader. Der hält sich gerade so ein bisschen. Aber ich glaube, ich hole auch gerade ein bisschen auf. Die Lücke ist bedeutend kleiner geworden. Obwohl mein Wagen schon so angeschlagen ist. So, oh hier, richtig guter Split gemacht. Schnellste Runde wieder Hamilton. Alter, guck mal, ich habe jetzt gedacht, ich habe die alle gesehen auf der Minimap, aber Hamilton ist so weit vorne. Weiß ich, hier verliere ich Zeit. Aber ich habe das Schiss irgendwie, dass ich zu schnell bin oder auch wegrutsch. Das ist mein ganz großes Problem dabei. Sind die nicht mal langsam in die Box oder waren die schon in der Box? Habe ich wirklich durch den Crash so viel verloren an Zeit, dass sie vielleicht sogar in der Box waren und eben ich gar nicht mehr den Vorteil dabei habe? Oh hier, jetzt 90% rot. Die sollten ja schon langsam in die... Oh nein, 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 nein. Okay, wieso bin ich so weggerutscht? Klar, ich war relativ schnell. Oh, ich hasse es immer, die Rückblende. Okay, hier geht's eigentlich. Auf der Geraden. Wieso bin ich jetzt weggerutscht? Klar, ich bin wirklich schnell durchgefahren. Okay, so viel bin ich jetzt auch nicht vom Gas gegangen. Ich weiß, es ist ein bisschen langweilig, aber wegen so einem Rutscher jetzt hier noch das Rennen verlieren. Vor allem Vettel. Jeden Platz, wo ich jetzt gut mache, mache ich eben mehr Punkte, gell? Weil Vettel macht, glaube ich, sogar gar keine Punkte. Keine Ahnung, wo der gerade ist, aber 24 Sekunden. 24 Sekunden hat er vorher gesagt, ist schon einiges. Also glaube ich nicht, dass Vettel Punkte macht. Ah, oh, 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 sorry. Oh, gib doch Gas! Heieiei. Erstmal Glück gehabt, dass mein Flügel keinen Schaden bekommen hat. Und dann bin ich da klebig an seinem Arsch. Und er gibt eben kein Gas aus der Kurve raus. Oh, das gibt's doch nicht! Ich rutsch die ganze Zeit, Leute. Oh, kack Regenrennen. Im Training habe ich noch gesagt, ich hatte noch nie ein Regenrennen. Ich bin schon bei Regen gefahren, wegen Training und so. Aber im Rennen nie. Es ist ultra schwer, Leute. Wenn man einen Ticken zu schnell wird oder einen Ticken zu viel will und man dann auch richtig gut überholen kann, kann es eben schnell sein, dass man so übelst wegrutscht. Und hier, der macht Runde für Runde eine neue Sekunde. Okay, das war irgendwie... Hat es jetzt keinen richtigen Sinn ergeben, aber egal.
Und hier, Alter, ich muss hier, ich darf hier nicht vom Gas gehen. Da verliere ich immer mega Zeit. So, Alonso, geh da bitte weg. Oh, das war auch ein bisschen vage, hier dann so links reinzuschießen. Komm mal, die gehen nicht raus. Die waren schon in der Box, oder was? Wann waren die in der Box, Alter? Okay, ich habe wirklich mit dem Crash so viel Zeit verloren. Klar, okay, ich hatte auch noch ein bisschen längeren Boxenstopp wegen dem Wechsel vom Flügel wohl. Hat wohl auch ein bisschen Zeit gekostet. Aber ich muss jetzt eben mein Bestes probieren. Aber es miese ist jetzt wieder, dass ich wieder Minuspunkte bei meinem Team bekomme, weil ich die Voraussetzungen nicht schaffe. Von der Sache, wo ich nicht mal was dafür kann. Ich war auf Platz 3. Ich wäre vielleicht auch sogar noch auf Platz 1 vorgekommen. Und nur, weil mir der Vettel reingefahren ist, kriege ich die Punkte nicht. Oder krieg sogar Minuspunkte. Das finde ich eben auch ein bisschen unfair, irgendwie. Weil dafür konnte ich ja nichts. Oh Mann, die fahren hier so langsam. In der Kurve. Ey, das nächste Mal gehe ich nach außen. Dann kann ich auch außen überholen. Die rollen da einfach nur durch. Da kann man noch ein bisschen Gas geben. Die rollen da einfach durch. Hier auch, so ein bisschen. Aber deshalb rutsche ich hier auch immer weg, weil ich eben zu schnell bin. Und dann noch das bergab so ein bisschen in der Kurve. Das ist dann richtig extrem. So, einmal hier innen durch, auch wenn es nicht schön war. Aber ich wollte jetzt mal... Alter, hier ist wieder schnellste Runde. Ist das irgendwie ein Fehler oder ich gucke eben gerade nicht auf die Zeit. Hat er jetzt wirklich jede Runde... Oder vielleicht auch jede zweite Runde oder so. Hat er wirklich jede Runde oder jede zweite eine noch bessere Zeit gemacht? Jedes Mal... verbessert sich stetig. Jetzt habe ich auch so weit vorne. Keine Ahnung, wo ist denn der überhaupt? Guck mal, wir sieht ihn hier gar nicht. Sieht man hier? Nein. Alter Falter. Wo ist denn der? Die letzte Runde des Rennens. Okay, Abstand zum Teamkollegen 25. 25 statt schon auch ein bisschen viel. So. Wir haben eben nicht mehr so viel Power mit dem Wagen. Deshalb ist es ein bisschen gefährlich jetzt hier. Auf der Stelle, es könnte sein, dass er wieder angreift. So, aber ich sehe keinen Fail. Okay, ganz gut eigentlich. Fünfter Platz, Alter. Alter, guck mal, wie er angeschossen kommt. Alter, es wäre so geil, noch auf Platz 3 zu kommen, um ein paar Punkte zu bekommen. Also generell Meisterschaft und halt auch mit Teamanerkennung und in der Rivalität. Es war auch schon mies. Es war wirklich mies. Ah, er macht halt hier zu, gell? Oh, das war sehr gewagt. Und jetzt haben wir hier noch einen Abstand einzuholen. Alter, dritter Platz hier noch bekommen. Das wäre schon nice. Da, wo ich eigentlich quasi fast gestartet bin. Also jetzt nicht richtig gestartet, aber eben war es, ja, auf der langen Geraden dann, da hoch, den Berg hoch, war ich dann Platz 3. Muss man auch sagen, gell? Ich war relativ am Anfang vom Rennen ja dann direkt Platz 3. Hab mich gleich vorgekämpft. Aber habe ich den jetzt noch bekommen? Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,9 Sekunden. 1? Alter, eine Sekunde. Das kriege ich nicht mehr. Jetzt haben wir hier noch gelbe... Ne, doch keine gelbe... Ne, das ist schon ein langsamer Wagen. Hier fährt einer ganz... ja, scheiße, ich habe überholt. Ja, okay. Er war eine Ausnahme, weil er eben langsam fährt wegen... keine Ahnung was. Alter, guck mal, ich bin so schön rangekommen. Ein Platz, ey. Wegen einem Platz bekomme ich es nicht hin. Und ich war nicht mal dran schuld. Ah, das nervt mich schon so ein bisschen. Ich bin noch so schön nach vorne gekommen und kann eben... bekomme jetzt mega die Minuspunkte. Das ist mies. Und somit wären wir am Ende eines weiteren exzellenten Grand Prix.
Stefan, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Sie haben ein Auto, das unter den heutigen Bedingungen erst so richtig aufblüht. Das Auto kommt sehr gut mit den nassen Fahrbahnen zurecht und dadurch haben die Fahrer auch genug Selbstbewusstsein, um anzugreifen. Nee. Dieses Selbstbewusstsein kann sich ja nicht, Leute. Früher wieder aufs Gas, man bremst später und verschafft sich dadurch einen Vorteil. Was hat den Unterschied gemacht? Diese Hamilton? Fahrer, die es nach diesem spannenden ganz Rennen einfach. Aufs Podium geschafft haben. Nichts gegen Hamilton. Ja, er hat wohl wirklich ein gutes Rennen gemacht. Aber Hamilton hatte eben keinen Teamkollege, wo ihm reinfährt. Das hat den großen Unterschied gemacht. Ich hätte da stehen können. Also, ganz ehrlich. Wenn man sich das Rennen so anschaut, so generell so meine Fahrleistung, den dritten Platz hätte ich easy halten können. Wobei Hamilton wäre halt ein bisschen schwierig geworden. Platz 2 vielleicht noch. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde. Aber naja, guck mal, an sich habe ich keine Position gut gemacht. Der Vorsprung ist nach dem schwachen Resultat heute geschrumpft. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages ist. Ja, 0 Punkte, Patrick. Eindeutig Lewis Hamilton. Er war schnell, entschlossen. Eigentlich alles, ich. Was man sich von einem Top-Fahrer erwartet. Ich. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Wir haben heute einen Formabfall des Weltmeisterschaftsführenden gesehen. Sie haben einen Großteil ihres Punktepolsters eingebüßt. In der Zwischenzeit kann Toro Rosso mit einem starken Wochenende weiteren Boden in der Rangliste gut machen. Ja, anders kann man es auch so sagen. Dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie uns. Bis zum nächsten Mal. Ach du Scheiße! Ja, nee, eigentlich wollte ich was sagen. Ich hatte 25 Punkte Rückstand auf Vettel. Ich habe jetzt 12 Punkte gemacht, der 0. Das heißt, ich habe 12 Punkte aufgeholt. Aber der blöde Hamilton hat sich zwischen reingedrückt. Ja klar, mit den 25 Punkten, ich habe auch nur 12 gemacht. Wir waren, denke ich mal, auch nah beieinander. Jetzt haben wir einen Punkt Unterschied. Naja, ich hoffe man aber... Hier sind wir noch vorne. Okay, ja, ich bedanke mich fürs Einschalten. Hoffe, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.